Wir bleiben beim aktiven Investieren und wagen jetzt gleich nochmal einen Blick hinter die Kulissen von Hedgefondsmanagern. Als Würzburger ist er unter der Woche Wahl-Londoner und mischt seit Jahren das Management von so mancher börsennotierter Gesellschaft nicht unbedingt zu deren Freude auf. Dietmar von Blücher war in seiner vorigen Rolle sehr eng im Kontakt. Ich begrüße den Head of Activism, Till Hufnagel, oder wie sein Partner sagt, der Huf. Heute hier aus London, vielen, vielen Dank. Danke, Olli. Ja, hallo erstmal. Schön, dass wir hier sein können. Schön auch, dass er von Blücher klatscht und lacht. Wir können vielleicht später noch drauf auf unsere gemeinsame Historie. Ich wurde gefragt, darüber zu sprechen, ob aktives Investment, investieren Sinn machen kann. Es gibt natürlich ein sehr breites Spektrum von aktivem Investieren. Wir haben eben gerade von Ingo Hillen eine extreme Art der Geldanlage, was Aktivität angeht, gesehen. Und wir definieren uns jetzt ganz anders. Deswegen würde ich einfach mal uns vorstellen, würde kurz über unsere Strategie sprechen und dann an ein paar Beispielen versuchen darzulegen, wie wir versuchen, über aktives Engagieren, nicht nur was Stockpicking angeht, sondern darüber hinaus engagieren mit Firmen, Wert zu schaffen und auch entsprechend Return zu generieren. Wer sind wir? Petrus Advisors. Wir sind, es gibt es seit 2009, also schon eine Weile. Wir managen etwas über eine halbe Milliarde Euro mit einem Team von 15 Leuten. Wie gesagt, hauptsächlich aus London heraus. Wir managen zwei Hauptvehikel, einen Cayman-Fonds, der long-short ist, und einen UCITS-Fonds. Und darüber hinaus setzen wir auch Long-Only-Mandate und auch Co-Investment-Mandate ein. Das Geschäft wird geleitet von Klaus Umig und mir. Vom Hintergrund her, und das ist für uns wichtig in unserer Art des Investierens, kommen wir nicht traditionell aus dem Aktienhandel, auch nicht aus dem traditionellen Hedgefondsgeschäft. Klaus war lange Investmentbanker bei Goldman, basiert in Frankfurt, London und auch Moskau. Hat ja auch Teile des europäischen Geschäftes von Goldman geleitet und von daher natürlich eine Affinität für Special Situations, M&A-Situationen etc. Und mein Hintergrund ist hauptsächlich Private Equity, auch bei der Firma Goldman, sodass ich mehr einen Investitions- und vor allem fundamentalen Ansatz mitbringe in unsere Art des Investierens. Die Strategie ist so ausgelegt, dass wir eigentlich sagen, von der DNA her, wir wollen nicht investieren und hoffen, dass es klappt, sondern wir investieren und engagieren uns darüber hinaus. Sprich, es ist ein fundamentaler Ansatz, in dem wir versuchen, gute Unternehmen zu finden, die hier und da besser arbeiten können und dann versuchen, auch dieses bessere Arbeiten zu katalysieren, um so entsprechend Wert zu schaffen. Wir glauben, dass man das nicht tun kann mit einem sehr diversifizierten Portfolio, weil einfach zu viel Zeiteinsatz pro Titel notwendig ist. Das heißt, wir fahren nicht mehr als 20 Positionen Long und Short und in Wahrheit der Hauptteil des Kapitals, 80% plus, in 8 bis 12 Long-Positionen, in der wir dann wirklich uns aktiv mit den Firmen auseinandersetzen. Vom Ansatz her glauben wir, oder haben wir historisch geglaubt, man sollte immer konstruktiv sein, solange es geht, haben dann über die Jahre gelernt, dass das eben teilweise nicht ausreicht und wenn wir uns einig sind mit Firmen, Aufsichtsräten, Managementteams, dass wir uns eben uneinig sind, haben wir über die Jahre, über die letzten 7, 8 Jahre begonnen, dann auch systematisch öffentliche Kampagnen zu fahren. Ich werde dann gleich über eine auch sprechen, um mal so ein bisschen zu schildern, wie wir versuchen, das in unser Investieren mit einfließen zu lassen. Damit wir erfolgreich sein können, glauben wir, dass wir eigentlich wirklich ein bisschen wissen und verstehen können müssen, was wir tun. Das heißt, nicht nur die Firmen zu verstehen, weil wir wollen ja mitreden und maßen uns nicht an, einfach alles besser zu wissen, sondern wir müssen zumindest die Arbeit tun, um fundamentalen Markt einschätzen zu können, Unternehmen und Potenziale einschätzen zu können, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite machen wir das in verschiedenen Ländern in Europa und das ja sehr viele Disziplinen sind, die notwendig sind dabei, Pressearbeit, juristische Arbeit etc., denken wir, dass wir das in Geografien und Industrien tun sollten, wo wir uns auskennen. Deswegen investieren wir in der Regel nur in Kontinentaleuropa, also sehr viel in der deutschsprachigen Region, in Benelux. Wir haben für einige Industrien auch in Skandinavien, in UK uns engagiert und darüber hinaus ist Tschechien ein Markt, den wir sehr gerne mögen und in der Zwischenzeit auch Italien. Und Industrien sind für uns in der Regel, und das hat mit unseren eigenen Historien, unseren Karrieren zu tun, sehr langweilige, value-getriebene Industrien wie Industrials, Banken, Immobilien, Services, Infrastruktur,
Bisher also keine Wachstumsgeschichten oder zumindest nicht die Wachstumsgeschichten, die in den letzten 5 bis 7 Jahren sehr gut gelaufen sind. Wobei sich das jetzt langsam ändert, weil für uns der Sektor, nachdem es ja jetzt eine starke Abkühlung gab, auch wieder interessant wird. Und wir definieren uns als Mittelstandsinvestoren, das heißt für uns sind die Marktkapitalisierung in der Regel 1 bis 7 Milliarden in der Unternehmen, in die wir gehen. Jetzt habe ich da viel philosophiert, generisch über das, was wir da so uns vornehmen und habe jetzt deswegen, um etwas zu konkretisieren, bevor wir dann in ein Fallbeispiel gehen, mal ein paar Kennzahlen aufgelegt, was das eigentlich heißt, für uns aktiv zu engagieren. Und das ist eine Übersicht unserer Core Investments über die letzten 5,5 Jahre, um einfach zu zeigen, was wir da so tun. Es beginnt, Sie sehen es, Telefonate treffen, das ist hier nur CEO, CFO-Level und Aufsichtsrat, wo wir in regen Austausch stehen. Ich hatte ja gesagt, womöglich tun wir das konstruktiv hinter den Kulissen. Wir haben ja über 650 Mal in diesen 5,5 Jahren das gemacht, war während der Covid-Zeit nicht einfach. In der Regel sind das physische Meetings, während Covid vermehrt auch Teams-Meetings. Aber man sieht, dass es doch ein relativ enger Austausch stattfindet. Und interessant, das ziehen wir auch weiter durch, wenn wir eine Kampagne ursprünglich eher hostil fahren mussten und uns später einigen, bleibt in der Regel der Kontakt sehr eng. Und für uns ist das wichtig, nicht nur man lernt viel, man ist einfach näher dran und hilft uns da auch aus Risk-Management-Gründen, Unternehmen deutlich besser einzuschätzen. Wenn wir uns eben einig sind, dass wir uns uneinig sind, agieren wir normalerweise mit öffentlichen Kampagnen. Das sind Briefe, die wir öffentlich schicken und öffentlich machen. Und in der Regel mit Präsentationen und Analysen versehen, die wir auch öffentlich zur Verfügung stellen, sodass man auch unsere Argumente entsprechend herausfordern kann und challengen kann, ob das, was wir sagen, Blödsinn ist oder ob wir da vielleicht einen Punkt haben. Weiter, nächster Schritt sind bei HVs öfters auch also Proxy-Battles, Kampfabstimmungen, die wir uns begeben, um Aufsichtsräte auszutauschen und andere Ziele zu erreichen. Da haben wir in diesen 5 Jahren, das haben wir ungefähr 25 Mal gemacht und das wird für uns immer notwendiger, wenn wir wirklich merken, wir kommen nicht weiter und wir müssen was an der Governance ändern, das für uns natürlich als öffentliche Investoren immer im Aufsichtsrat beginnt. Und last but not least haben wir auch noch juristische Geschichten, die wir spielen. Das sind in der Regel einfach das Ausnutzen von Minderheitsrechten, die zum Glück der europäische Kapitalmarkt und auch vor allem der deutsche Kapitalmarkt Investoren bietet. Ich rede über Sonderprüfungen, ich rede über das Thema Squeeze-Outs, die wir fahren und wo wir auch uns aktiv engagieren. Bei den Kampagnen ist für uns über die letzten 3, 4 Jahre neu, dass wir auch ESG mit einbauen, aktiv in unseren Dialog mit den Unternehmen. Und gerade auch in den letzten Jahren sind 2 auch unserer öffentlichen Kampagnen wirklich auf ESG-Themen fokussiert gewesen. Wenn wir sehen, dass Unternehmen, und in der Regel investieren wir ja in irgendeiner Art und Weise in Marktführer, in ihren Nischen, wenn wir sehen, dass die ihrer Verantwortung nicht gerecht werden, die wir darin sehen, wirklich ESG-Themen führend voranzubringen, dann ist es für uns auch ein Grund, wirklich zu agieren, weil wir einfach aus Nachhaltigkeitsgründen daran glauben, dass eine Strategie, die nicht nachhaltig ist, auch mittelfristig keinen Wert liefern wird. Gut. Jetzt rechnet sich das Ganze, ist natürlich die Frage, viel Aufwand, aber kommt auch was bei rum. Deswegen habe ich ganz kurz unsere Performance aufgelegt, will auch nicht viel Zeit darauf verbringen. Wir glauben aber schon, dass man sieht, dass, also wir sind die beiden oberen. Ich erstmal in schwarz da oben, wenn man die Verbesserungsrechte, die bei uns im Fonds aus Squeeze-Outs liegen, nicht mit reinrechnet, haben wir doch die Indizes in Europa eigentlich ordentlich outperformed. Ungefähr im DAX-Vergleich ungefähr 2% pro Jahr. Ich hatte ja gesagt, dass wir auch Squeeze-Outs mitspielen als Teil unserer Strategie und haben dann ein Portfolio von Verbesserungsrechten drin liegen, die im Moment mit 0 bewertet sind. Wenn wir die so bewerten, wie wir es tun in unserem Base Case, liegen wir eher sogar 3,5 bis 4% über dem, zum Beispiel jetzt dem DAX. Also wir glauben, man kann durch aktives Investieren oder aktives Engagement auch wirklich Wert generieren, was man hierher zeigt. So, und ich habe eigentlich 2 Fallbeispiele dabei. Ich weiß nicht, ob wir das zweite machen, das ist nämlich Comdirect und ich wusste natürlich nicht, dass Herr von Blücher da ist. Von daher werde ich mich jetzt erstmal auf die Areal fokussieren und dann schauen wir mal, wie wir das weiterspielen danach. Sonst machen wir es zusammen. Areal Bank als mal wirklich konkretes Beispiel, damit man noch konkreter wird, einfach was das eigentlich Tag zu Tag bedeutet. Also es ist vielleicht für die im Raum, die Situation nicht kennen, die Areal Bank ist ein Finanzierer für die gewerbliche Immobilienindustrie, die alte Depfer Bank von früher, und hat
unglaublich, aber war seit Mitte der 60er Jahre eben auch ein attraktives Softwaregeschäft, das digitale Lösungen anbietet für die Wohnimmobilienindustrie. Wir haben das erste Mal im Jahr 2015 mit dem Management gesprochen, wurden dann damals noch hingehalten und man hat uns erklärt, auf Basis auch sehr vager Zahlen, dass dieses Softwaregeschäft eigentlich sehr klein war. Und nach mehrmaligen Anklopfen haben wir Areal dazu bekommen, im Jahr 2019 dann endlich mal zu kommunizieren an dem Markt, was man hier eigentlich in der Software tut. Man hatte das davor in einem Segment so ein bisschen versteckt, zusammen mit einem verlustträchtigen Zahlungsverkehrsgeschäft und eigentlich argumentiert, es sei kein Wert hier. Wir sind ja also jetzt im Jahr 2019, es gibt einen Capital Markets Day, wir sehen sofort, dass wir hier mit einer absoluten Softwareperle zu tun haben, die enormes Potenzial hat und wirklich das Potenzial hat, ein Champion zu werden im Softwarebereich in Europa. Wir haben also im Nachgang sofort eine Position aufgebaut, uns mit dem Management-Team, damals dem Herrn Hermann Merkens als CEO auseinandergesetzt, um zu diskutieren, was wir hier tun, weil wir der Meinung sind, dass es fundamental sehr schwierig ist, eine sehr traditionelle, risikoaverse Bank zu führen auf der einen Seite und gleichzeitig ein Softwaregeschäft mit Vollgas wirklich zum europäischen Marktführer zu machen, der man schon zwar ist im Ansatz, aber wirklich zum weiteren dominanten europaweiten Marktführer auszubauen, was einfach komplett andere Anspruchsprofile an Managementteams sind. Wir haben uns auch mehr oder weniger darauf geeinigt, dass es mittelfristig keinen Sinn macht, beide Geschäfte zusammenzuführen. Allerdings hatten wir damals vorgeschlagen, dass man das Softwaregeschäft bitte an das Aktionäre auskehren sollte als Sachdividende, damit wir daran partizipieren können, wenn wir wollten. Und das Managementteam aber sagte uns, die seien einfach noch nicht so weit für einen Spin-off, das was ja im Prinzip ein IPO ist. Management wollte lieber einen Minderheitsanteil an Private Equity investieren, was für uns immer ein Second Best ist, weil mein Management-Team sagt, ich muss Private Equity an Bord nehmen, die, wie Sie ja alle wissen, auch ordentliche Return-Anforderungen haben. Um das Geschäft voranzubringen, ist es ja im Prinzip eine Kapitulationserklärung an die eigenen Management-Skills. Aber angesichts der Situation und auch, dass einfach Management noch nicht so weit war, haben wir zugestimmt, haben das auch öffentlich unterstützt im Januar 2020. Es lief damals ganz gut, dann kam natürlich, sind wir mit der Ankündigung, dass man einen Minderheitsanteil verkauft, voll in die Covid-Krise gelaufen. Man sieht, wie der Aktienkurs runter ist. Und wir haben gleichzeitig gesehen, dass nicht nur das Softwaregeschäft, nachdem jetzt Transparenz da war, eigentlich getrennt gehört, sondern dass die Bank nachhaltigen Profitabilitätsprobleme hat. Also haben wir auch mit dem CEO agreed, dass es eine strategische Review geben soll. Wir befinden uns jetzt hier im März 2020, wirklich nicht die einfachste Zeit. Und wir haben gemerkt, das Unternehmen will da auch mit. Wir waren auch dabei, Aufsichtsräte einzuführen, sowohl für die Software als auch für die Bank, die hier helfen sollten, die beiden Geschäfte voranzubringen. Und gleichzeitig, und das war ganz wichtig, haben wir gemerkt, der Wert ist komplett nicht reflektiert im Aktienkurs und haben unsere Position hier verdoppelt. Von ursprünglich ungefähr 3% auf leicht über 6% in dieser schweren Covid-Zeit. Was dann passiert ist, das kann natürlich passieren, der CEO ist sehr krank geworden. Die damalige Aufsichtsratsvorsitzende Frau Korsch hat klargemacht, dass sie nicht erpicht darauf ist, mit uns zusammenzuarbeiten, hat uns die Zusammenarbeit gekündigt. Wir wurden also sprichwörtlich dazu gezwungen, von November 2020 an öffentlich zu argumentieren und haben auch gemerkt, dass sie die Verbesserungen, die wir eben vorgeschlagen hatten, nicht mittragen würde. Und jetzt mussten wir weiter eskalieren. Also erstmal haben wir eine öffentliche Kampagne begonnen, haben Briefe geschrieben, um unsere Punkte klarzumachen, was wir wollten und haben darüber hinaus aber auch für die HV im Jahr 2021 geplant, den Aufsichtsrat zu ändern, indem wir versuchten, vor allem eben Frau Korsch abzuwählen, was in Deutschland nicht einfach ist. Denn die Hürde, einen sitzenden Direktor abzuwählen, ist in der Regel sehr hoch. Trotzdem sieht man, und wir haben weiterhin an die Situation geglaubt, man sieht, dass wir die Position auf fast 10% ausgebaut hatten, was in Europa ja auch das Maximum ist, das man halten kann, ohne ein sogenanntes Eigentümerkontrollverfahren laufen zu lassen, weil es sich ja um ein Finanzinstitut handelt, sind dann leider im Mai 2021 gescheitert. Man sieht, wie danach der Aktienkurs nach der gescheiterten HV, wo wir uns nicht durchsetzen konnten, nach unten ging. Wir haben damals, ich habe öffentlich damals gesagt, dass ich glaube würde, das Unternehmen geht jetzt in eine Übernahmesituation. Wir haben weiter wieder zugekauft, wir haben unsere Position erhöht. Wie haben wir das gemacht? Wir haben über Derivatpositionen aufgebaut, denn wie ich eben erklärt habe, mehr als 10% an Aktien hätten wir nicht halten können. Und haben dann sind dann auch wirklich in die Situation gekommen, dass im September
ein Private Equity Konsortium aus Advent und Centerbridge ein Angebot angekündigt hat für die Bank, unterstützt vom Aufsichtsrat und vom Managementteam zum Preis von 29 Euro, was wir überhaupt nicht für attraktiv fanden, haben unsere Position weiter aufgebaut, haben dann auch im Dezember bei einer außerordentlichen HV es geschafft, die Aufsichtsratschefin abzuwählen, zusammen mit zwei anderen Aufsichtsräten, hatten also begonnen, wirklich hier Wandel im Aufsichtsrat zu bekommen. Und im Nachgang dieser Wahl im Februar das Übernahmeangebot abgeschossen. Die Private Equity Häuser sind also nicht über 40% oder 42% hinweggekommen und sind so auf den Mai dieses Jahres zugesteuert, wo wir den gesamten Aufsichtsrat mehr oder weniger hätten austauschen wollen. Die Private Equity Häuser haben das entsprechend realisiert, sind dann nach der Invasion in der Ukraine auf uns zugekommen, um zu schauen, ob es doch eine Möglichkeit gibt, einen Deal zu machen. Wir haben dann, weil eben die Ukraine-Situation vieles geändert hat an Märkten und auch die Arealbank noch zwei, drei Kredite in Russland hatte, die auf den Aktienkurs geschlagen hätten, haben wir uns geeinigt, zu 33 Euro eine Übernahme zu unterstützen. Wir hatten damals zu dem Zeitpunkt über 18%. Was natürlich in der Form eines Irrevocables für eine erfolgreiche Übernahme zentral war. Und entsprechend haben wir uns darüber hinaus, und das ist auch wieder ganz wichtig für unsere Investoren, das Recht zu sichern lassen, dass wir in den Private Equity Deal auch investieren können, beziehungsweise die Investoren, die hinter uns stehen, die das gerne tun würden. Und so haben wir, glaube ich, für uns und auch für andere Aktionäre hier Wert geschaffen und auch in unseren Investoren ermöglicht, auch in der Zukunft die Situation weiter dabei zu sein. Und jetzt schaue ich auf die Zeit, wir haben 2 Minuten, ich glaube, da machen wir keinen Komm direkt mehr, aber ich bin gerne, auch wenn noch Fragen sind, jetzt oder später. Ansonsten würde ich einfach weitergeben und abgeben an Olli. Vielen Dank. Danke. Vielen, vielen Dank für den Vortrag aus London, heute gekommen, auch Franke. Und deswegen hätte ich eigentlich erwartet, dass du auch Derivate sagst, aber weit gereist sagt Derivate. Wir kommen jetzt zum Thema, das jeden trifft, leider. Olli, ich muss dazu sagen, mein Vorname ist Till. Und ich habe als Franke von daher ein Riesen Problem, den ordentlich auszusprechen, weil ich dann sofort wieder auf der veganen Seite bin. Von daher spreche ich normalerweise selten Fränkisch. Andill.